Talk zum Thema, wie Arbeiten in der Filmbranche gelingt. Mein Name ist Lauren Weicher und das ist Maximilian Wittmeier. Wir sind vom Verein Offscreen und Maxi wird euch dann noch ganz kurz erzählen, was wir so machen. Und natürlich will ich auch unsere Gäste begrüßen, Daniel Limmer, Adrian Geuginger und Sina Moser. Und wir unterhalten uns eben, wie ihr euren Einstieg in die Filmbranche geschafft habt. Und gleich vorab, also falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, einfach schreien. Oder aufzeigen. Oder aufzeigen. Ja, okay. Was einem lieber ist. Wie ihr wollt. Genau. Wir sind vom Verein Offscreen und wir organisieren in Salzburg Filmveranstaltungen, wie das Instant 36 zum Beispiel, das jedes Jahr stattfindet, wo man einen Film in 36 Stunden machen muss. Und wir organisieren auch das Future Shorts und Frauenfilm. Frauenfilm ist auch hier im DAS-Kino. Genau. Dann kurz zu den Personen, glaube ich, oder? Dass man die kurz vorstellen. Wer noch keine Ahnung hat, wer hier am Podium sitzt. Ganz kurz, der Daniel hat in Salzburg oder ist in Hallein geboren worden und ist dort auch in die Schule gegangen und hat 2007 maturiert, hat dann mehrere Praktikas gemacht und dann auch studiert in Salzburg an der Fachhochschule Multimedia Art im Bachelor und im Master und hat jetzt macht gerade seinen ersten Spielfilm, den er durch eine Drehbuchförderung auch erstmal, Drehbuchentwicklungspreis, was er gewonnen hat, wo er auch ein bisschen Geld bekommen hat und einen Scriptwriting-Doktor oder so. Genau, das ist unser erster Podiumsteilnehmer. Gut, dann gehen wir weiter zu Adrian Geuginger, geboren 1991 in Salzburg. 2012 gründete er nach der Matura die Filmproduktionsfirma 2010 Entertainment OG mit zwei Kollegen. 2013 bis 2017 studierte er szenische Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg und hat dort auch zwei Kurzfilme während dem Studium gemacht, Milliardenmarsch und Klang der Stille. Sein erster Kinospielfilm, Die Beste aller Welten, 2017, hatte Premiere auf der Berlinale und derzeit arbeitet er an seinem zweiten Kurzfilm, zweiten Kinofilm natürlich. Und dann geht es dann auch schon zu Sina Moser. 1959 in Innsbruck geboren und lebt schon länger und arbeitet auch länger schon in Salzburg. Seit 1990 ist sie Mitglied der Tiroler Künstlerschaft und seit 2009 Mitglied der Salzburger Kunst. Bin ein bisschen nervös, sorry. Mitglied des Salzburger Kunstvereins und zu ihren Projekten gehören Experimentalfilme, Dokumentarfilme und Videoarbeiten. Zu den letzten Dokumentarprojekten zählen Meeting Fuzzoglano, Tango Eterno und Storie di Tarantella dalla Puglia. Dann gehen wir zu den Statements über. Genau, wir haben wir würden euch gerne fragen, liebe Podiumsdiskussionsteilnehmer, wie würdet ihr glauben, dass in 10 Jahren, also wenn man sagt, man schaut in die Zukunft und man denkt sich 10 Jahre in die Zukunft, was macht die Filmbranche in 10 Jahren? Also ich habe mal ganz klar gesagt, dass ich glaube, dass so Streaming-Giganten wie Netflix oder Amazon Prime nochmal sehr viel wachsen werden und sehr viel vereinnahmen werden und dass generell sich halt da eine Schere aufnehmen wird und das Kino, so wie es mir jetzt an lieben und schätzen oder wie es jetzt auch zum Beispiel im DAS-Kino ist, wird es immer schwieriger haben, bei dem Publikum Berechtigung zu haben. Und ich denke, dass wir heute halt jetzt und als junge Filmemacher eigentlich ganz wegweisend mitgestalten können und das auch sollten. Und es wird sich da halt viel auch noch in eine andere Richtung da, meiner Meinung nach. Also solche Mischformen oder Konzepte wie VR-Film oder Augmented Reality, das wird auch in 10 Jahren, denke ich, nur salonfähiger werden und nur massentauglicher gemacht werden. Und da bin ich halt auch nochmal gespannt, wie in welche Richtung sich das dann generell entwickeln wird. Aber ich denke, dass da noch sehr viel tun wird in der Zukunft, ja. Ich glaube, dass es so eine richtige Parallelwelt dann irgendwann geben wird. Also das mit den Streamplattformen, das stimmt schon. Ich glaube auch, dass das wieder ein bisschen wird, so wie das frühere Studiosystem, dass Schauspieler nur mehr für Netflix arbeiten und Regisseure nur mehr für Amazon. Das gibt es ja jetzt schon. Es gibt jetzt schon bekannte Schauspieler, die einen Vertrag schreiben, dass die 6 Jahre lang nur mehr für Netflix dran, sonst für niemanden. So. Ich glaube, dass das mehr kommt und ich glaube, dass aber auch diese, was der Daniel Mann da, diese Independent-Filmschiene, dass das auch wächst.
weil ich glaube einfach immer mehr Leute sich jetzt auch das leisten können, die Zeit dazu haben, ins Kino zu gehen irgendwie, und das auch schon noch gemacht wird. Also ich glaube, es wird immer parallel entstehen. Für uns als Filmschaffende, glaube ich, ist es positiv, weil egal wie man es dreht und wendet, die Leute werden immer mehr Content wollen und immer mehr Sachen werden rausgehaut werden. Ich habe jetzt letztens wieder gelesen, dass Netflix jetzt plant, jedes Jahr in Deutschland 12 komplett neue Serien auf die Beine zu stellen. Also das ist eigentlich, also wirklich in Deutschland produzierte, also große Serien. Für jedes Monat eine. Ja, wirklich so. Und das ist ja für uns als Filmschaffende eigentlich, kann man nur, ist eigentlich lässig. Sina, wie siehst du das in 10 Jahren, die Filmbranche? Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Also, ja, lass mich mal überlegen. Also, ich denke, oder ich hoffe, dass das Kino noch in 10 Jahren hier am selben Platz ist. Man weiß es nie. Die Kinobesucherzahlen gehen ja stetig zurück. Und auch die Filmbranche seit 2015 stetig im Rückgang. Macht mir ein bisschen Sorgen, aber wie gesagt, also die Kinos in Österreich, glaube ich, sind noch konstant von der Anzahl her. Es gibt, glaube ich, so 500 bis 600 Kinosäle. Was sich verändern wird, denke ich, das ist die Technologie. Also es wird keine Leinwände mehr geben, sondern LED-Schirme, also riesige. Und Samsung arbeitet ja dran stark, und es gibt in Deutschland so Kinosäle, die sparen sich natürlich die Projektoren, die Reparaturen und so weiter. Und ja, das Ganze schaut dann so aus mit LED und die Leinwand. wenn man sich vorstellt, 26 Millionen LED-Punkte da oben, ja, also ein schärferes Bild gibt es überhaupt gar nicht. Also diese Filme kann man jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht produzieren, glaube ich, von der Technologie her. Ja. Aber ich denke, beim Großen und Ganzen, Filme werden weiter produziert und ich weiß nicht, in Österreich Filmpremieren, ich glaube, es kommen ungefähr an die 40 Filme pro Jahr raus, wenn ich richtig informiert bin. Natürlich ist es immer schwieriger, Leute ins Kino zu bringen, ja? Weil es gibt Heimkinos zum Beispiel. Ne? Es gibt verschiedenste Formen, ja? Natürlich auch Partys zu Hause, wo auch immer. Aber der Kinosaal wird sich auch verändern, denke ich. Ja? Also ich denke, dass man von den großen Kinos eben weggeht, dass man es bequemer, größere Sessel, dass man sie bewegt drinnen, der Service, so wie in einer Bar zum Beispiel und so weiter. Also wenn dieser Projektionsraum wegfällt, dann haben wir auch mehr Platz fürs Publikum. Und vielleicht gibt es auch Klassen dann, erste, zweite, dritte Klasse, so wie in Indien hinten. Ne? Kinokarten werden teurer werden. Okay. Gut, wir machen das so hier am Podium, dass wir Fragen stellen an die Podiumsdiskussionsteilnehmerin. Aber wir sind total offen für alle Fragen aus dem Publikum. Also wenn irgendwer im Publikum eine Frage hat, kann man einfach aufzeigen oder rausschreien. Eins von beiden funktioniert, glaube ich, immer. Aber wir würden jetzt einfach sonst mit Fragen fortfahren, glaube ich. Ja. Ja. Ich hätte gleich eine Frage. Klar. Ja, hoffentlich, wenn es jetzt ein anderes Thema ist, dann bitte nicht. Aber es ist vorher angesprochen worden, Ideen von diesen VR-Filmen. Ich bin aus Graz, ich kenne die Erfahrung im Salzburg das gar nicht. Ist das was, woran, ich meine, das bist du ja schon länger, sind sie auch länger nicht mehr dort, aber ist das was, woraus gibt es da schon etwas, wie daran geforscht und Anführungszeichen? Ja, also ich selber bin jetzt auch nicht direkt in der VR-Materie drin, aber man sieht halt auch, dass, sag jetzt mal, bekannte Filmemacher wie jetzt Robert Rodriguez zum Beispiel oder der Iñárritu VR-Filme rausbringen und mit dem experimentieren. Und das große Problem ist zum Beispiel da jetzt nur, ich glaube in Cannes hat es da Ausstellung gegeben, dass halt dann ein Besucher in einer halben Stunde drankommt. Und wie soll das jetzt nur massentauglich werden oder wie wird sich das halt weiterentwickeln? Weil das ist halt nicht für eine Kunstinstallation, sage ich mal, aber das ist natürlich jetzt ganz was anderes, dass man da jetzt ins Kino geht und das jetzt dann als kollektives Erlebnis erlebt. Also frage ich eben, dass das salonfähiger wird, wie ist das überhaupt? Also wie sie es genau machen werden, das ist die Frage stellen wir selber, aber ich bin mir sicher, dass sie in die Richtung noch weiter experimentieren werden. Ob sie sich komplett durchsetzen wird, ist eh fragwürdig. Also ich selber muss auch sagen, mir taugt es dabei nicht so. Aber ich finde es spannend, dass sie halt Filme machen, damit auseinandersetzen. Ich glaube auch, der Wim Wenders oder so experimentiert auch in die Richtung. Also es gibt schon auch in die Richtung Arthouse-Leute, die sich damit auseinandersetzen und eben jetzt nur für Hollywood-Blockbuster. Genau, gut. Ich würde es noch einmal weitermachen und Daniel, du hast das Mikrofon schon in der Hand, ja. Von dem her frage ich dich jetzt einfach eine Frage. Okay.
Du hast den Drehbuchentwicklungspreis gewonnen 2017, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Und die Frage, also was ich mich frage, ist, wie schätzt du den Stellenwert ein von solchen Preisen oder eben auch Förderungen in Österreich? Ist das etwas, was es unbedingt braucht? Oder? Also ich finde es sehr, sehr gut auf jeden Fall. Bei mir, also ich kann das wieder nur von mir persönlich schließen, wo ich halt nur im Studium war, war das natürlich eine super Motivationsspritze und man kriegt halt professionelle Leute aus der Industrie mal Studenten zur Verfügung gestellt, die einem halt helfen mal an einer Sache zu arbeiten. Und das finde ich, also für das bin ich schon ganz dankbar, weil das war für mich jetzt zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, die Initialzündung, dass ich für das Spielfilmprojekt eigentlich angefangen habe. Also ich habe einfach die Geschichten geschrieben, habe es eingereicht, habe gewusst, okay, mir taugt das, es ist auch nur bewiesen worden durch diesen Preis und ja, ich mein, ich muss ganz ehrlich sagen, eine bessere Motivation für einen Start kann man eh nicht haben. Ja, auf jeden Fall. Soll ich da gleich noch anschließen? Ganz kurz? Ja. Ich glaube, ich schließe noch kurz an, wie du hast gesagt, eben, du machst die Spielfilmproduktion jetzt nach diesem quasi Drehbuchentwicklungspreis. Wie geht man so ein Projekt eigentlich heran? Also es ist ein Spielfilm quasi von einer gewissen Größe, der halt immer 19 Minuten hat, aber ich glaube, soweit ich das weiß, quasi im Allen produzierst du das oder irgendwie so habe ich das mitgekriegt. Wie ist das, wie viel macht man dann noch selber dann als Regisseur oder gibt man dann alles ab? Oder? Also dabei mache ich nur so ziemlich alles selber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da sehr, sehr froh, dass wir uns im Winter da jetzt zusammengeschlossen haben und uns endlich mal kennengelernt haben und wir haben da tatsächlich schon einen kleinen Teil vom Buch so als Konzeptfilm verfilmt gehabt und der Adrian hat das Buch gelesen und wir haben halt da schon relativ schnell gemerkt, dass wir da auf dem gleichen Nenner sind und uns zusammen da, dass wir das halt jetzt in Zukunft gemeinsam produzieren dann machen und also dass ich da bei 2010 halt jetzt mit dem Film in Produktion gegangen bin, genau, ja. Gut, danke sehr. Willst du ein paar Fragen stellen? Ja, dann frage ich mal gleich die Sina. Du hast mal gesagt, die Themen für meine Filme habe ich mir nie ausgesucht, sondern sie haben mich ausgesucht. Das finde ich ganz interessant und wollte dich fragen, dass du vielleicht da ein bisschen näher drauf eingehst, was du da gemeint hast und auch, wie du generell an deine Projekte rangehst. Ja. Also ich suche jetzt nicht nach Themen, ja, so jetzt, ja, jetzt muss ich was machen, sondern es kommt meistens auf mich zu. Also ich kann erzählen, ich war vor ein paar Jahren beim Bergfilmfestival in Dresden, was ganz interessant war, und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, der dort einen Vortrag gehalten hat und wir hatten gemeinsame Bekannte und erzählt mir von einem Abenteuer, das er 1975 in Afghanistan erlebt hat. Es war eine Expedition oder Exploration, eine österreichische mit 15 Wissenschaftlern, die da im Nordosten von Afghanistan das ganze da Gebiet erforscht, kartografiert haben und geologisch untersucht haben. Ja, und ob man da nicht einen Film machen könnte. Ja. Es gibt so ein dickes Buch, aber das schaut sich keiner an. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt 3 Jahre her. Und jetzt ist es endlich so weit, also es gibt jetzt schon eine 20-Minuten-Fassung, die in der Steiermark bei der Landesausstellung im Schloss Trautenfels in Obersteiermark läuft. Ja. Das ist vom Robert Schauer, der auf dem Mount Everest war, 3-mal glaube ich, und dort eine große Ausstellung hat. Und das ist eine große Ehre, weil der läuft im Loop ein halbes Jahr, nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch. Und es wird am 19. September hier in Salzburg beim Bergfilmfestival dann die große Premiere geben. Ich hoffe, ihr kommt dann alle. Also von den Teilen habe ich 8 habe ich interviewt. Die werden auch hierher kommen. Wir werden eine schöne Runde machen. Und ich möchte in dem Film auch, also ich zeige die Vergangenheit, aber auch die Zukunft. Ja, weil ich habe einige der Teilnehmer so animiert, dass sie da wieder angefangen haben zu Internet recherchieren. Und da sind wir auf einen Typen draufgekommen, der ist jetzt, im Mai, glaube ich, oder April, Mai ist er rübergeflogen für seine Recherchen in diesem Pamir, großer Pamir, das ist eine Gebirgskette. Also unten ist Pakistan, oben ehemalige UdSSR, jetzt Tadschikistan und wie die ganzen Staaten heißen und ganz links China. Und dieser Biologe, der filmt jetzt für mich und bringt mir Material, das ich dann gegen Ende dann reinschneiden werde noch. Also seit 2014 ist es ein Nationalpark geworden und die werben mit dem Schneelöwen und die Apollo-Schafe, die es dort gibt. Ja. Natürlich ist es sehr schwierig, irgendwie dort Touristen hinzubringen, ist eh klar. Ja. Aber
Ja, werden wir schauen. Und so kommen die Themen halt für mich. Und wenn ich noch mal kurz was sagen darf zum Tango-Film, also auch ganz naheliegend, dass in meinem Haus wohnt der Carlos El Dodo, ist ein Tango-Maestro, und dessen Mama war damals 85, ist immer wieder auf Besuch nach Salzburg gekommen. Und naja, es gibt Tango-Filme, aber Frauen kommen in Tango eigentlich fast nicht vor. Und dann habe ich gedacht, okay, über diese Frau mache ich einen Film. Und ich war dann auch in Buenos Aires, alleine mit Kamera. Und es ist immer schwierig, wenn man die Sprache nicht kann. Aber ich habe dann jemanden mitgehabt, der übersetzt hat. Und es hat dann ganz gut geklappt. Und ich habe dann wirklich, es war ein Abenteuer. Ich habe mir nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe dann Horacio Ferrer kennengelernt. Also diese Tango-Legende, der mit Astor Piazzolla diese Oper Marie de Buenos Aires geschrieben hat und so weiter. Der war der Chef der Tango-Akademie in Buenos Aires, hat wahnsinnig viel Literatur geschrieben und Ben Mollard kennengelernt. Der war 99, der hat aus dem Bett rausgehievt, der hat auf den Stuhl hingesetzt und habe ihn interviewt. Ja, und das war wirklich so, also, man erlebt beim Dokumentarfilm ganz anders wie beim Spielfilm halt, da ist ja alles festgeschrieben, ja. Glaubst kann. Du? Gut, kenne ich mich jetzt wenig aus, aber man sagt, Drehbuch kann das natürlich auch noch verändert werden, das ist schon klar, aber das liebe ich am Dokumentarfilm, dass man so unvorhergesehene Sachen passieren, mit denen man einfach nicht rechnen kann. Genau. Vielleicht dazu zum Dokumentarfilm, wie gehst du da an die Förderungen ran? Also was ist da so... Was sind da die Schritte? Ja, die Schritte, man stellt Ansuchen, ja, also meistens vom Bundesministerium werde ich abgelehnt, ja, habe ich selten was bekommen, vielleicht in meiner ganzen Karriere, vielleicht zweimal. Natürlich ist für Salzburg und Salzburgerinnen das Land und Stadt Salzburg ganz wichtig. Ja. Also da geht man hin und da kriegt man, wenn man ein bisschen was Vernünftiges herzeigen kann, kriegt man auch was. Ja. Es ist zwar... Also meine Filme beläufen sich am unteren Budget, also knappe 10.000 Euro ungefähr. Also den Bamir-Film, den mache ich jetzt für 3.000 Euro. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was, aber so in diese Richtung. Ja. Okay, also danke. Dann gehe ich mal zu dir, über Adrian. Du hast dir ja in den Jugendjahren schon viel autodidaktisch beigebracht und dann auch nach der Matur gleich die Filmproduktionsfirma gegründet. Und da wollte ich dich fragen, warum du es für notwendig gehalten hast oder was die Motivation war, trotzdem eine Filmhochschule zu besuchen. Ich wollte es eigentlich nicht machen. Okay. Also ich wollte es eigentlich ohne Schule machen, weil ich war also wirklich als Kind, kann man nicht sagen, als Jugendlicher wirklich obsessiv von Tarantino eingenommen. So, ich habe den so verehrt. Könnte wirklich so eine Biografie schreiben. Und er hat auch nie eine Filmschule besucht. So, deswegen dachte ich, brauche ich das auch nicht. Aber es ist doch anders. Nein, und ich habe dann einfach gemerkt, dass halt immer wieder Türen zwar einen Spalt aufgehen, aber nie ganz aufgehen, weil dann immer kommt, ja, aber du hast das ja nicht studiert. Ich meine, du bist ja ganz eigentlich wirklich Amateur und eine Ausbildung, habe ich oft gehört. Und damals habe ich mich fürchterlich geärgert. Inzwischen verstehe ich es ein wenig, weil ich meine, wir arbeiten ja mit wirklich staatlichen Fördergeldern, mit Steuergeld, wenn man so will. Und die Leute, die Förderung gewähren, brauchen einfach gewisse Sicherheit irgendwie, dass sie dann im Nachhinein argumentieren können, ja, okay, aber wir haben den fördern müssen, auch wenn es ein Flop wird. Und wenn jetzt kein Studium da ist und nichts, also ich sag, inzwischen kann ich das ein bisschen nachvollziehen, und deshalb habe ich dann mit 22 entschlossen, doch das mal zu probieren. Und ich wollte aber nie nach Wien gehen, nicht weil, doch, ich mag Wien auch nicht, das kommt nur dazu, aber vor allem, weil ich finde, als Österreicher ist es irgendwie... Es ist irgendwie schade, wenn man immer in Österreich bleibt. So, weil ich meine, in Österreich kannst du immer zurück, genauso wie du aus Salzburg immer nach Salzburg zurückkommst. Aber es ist viel schwerer, im Ausland Fuß zu fassen und einmal irgendwie bekannt zu werden. Und deswegen habe ich mich dann nur in Deutschland beworben, bei diesen zwei Unis. Und ja, so ist es. Deswegen. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich hätte mit meinen besten Wetten hätte die höchstwahrscheinlich nie finanzieren und produzieren können, wenn ich nicht dort studiert hätte. Da habe ich gleich dazu eine Frage. Weil du warst ja in Ludwigsburg an der Filmakademie Baden-Württemberg und Salzburg ist ja nicht die erste Stadt im deutschsprachigen Raum, an die man denkt, wenn man im Film arbeiten will. Und war das für dich immer schon klar, dass du nach Salzburg zurückkommen willst, um deine Projekte zu realisieren, oder hast du dich dann doch noch umgeschaut und das kam dann einfach so?
Nein, also ich bin schon jetzt einmal so quer durch Europa gereist wirklich und habe mir irgendwie so mal die Städte angeschaut. Ich habe halt so in Wien gelebt, logischerweise auch dann eben 3 Jahre in Stuttgart, neben Stuttgart, auch in Berlin ein paar Wochen, aber ich fühle mich einfach nicht wohl in anderen Städten. Ich bin echt ein totaler Lokalpatriot. Ich liebe Salzburg über alles. Das kann ich gar nicht begründen, das ist einfach so ganz subjektiv. Und ich habe das Glück, dass meine Arbeit als Autor und als Regisseur nicht an einen Ort gebunden ist. So, weil es ist als Schauspieler, glaube ich, echt was anderes, wenn du so ganz kurzfristig zum Casting musst oder als Kameramann, was der, wenn du schon einspringen musst, das ist als Regisseur nicht so. Du wirst nicht gefragt, ob du schnell mal beim Tatort einspringen musst. Das ist ja nicht der Fall. Also kenne ich zumindest nicht. Und wenn ich dann jetzt woanders drehe, also meinen nächsten Kinofilm, der spielt in 3 Ländern, dann fahre ich sowieso dahin. Und ob ich jetzt von Salzburg nach Frankreich fahre oder von Wien nach Frankreich, ist ja dann eh schon wurscht eigentlich. Ja, dann würde ich nämlich Sina und allen auch fragen, also warum ihr euch für Salzburg entschieden habt, also zu bleiben oder nach Salzburg zu kommen. Also ich wohne nicht einmal in der Stadt Salzburg, sondern am Land, pendel da zwischen Golling und Kuchl hin und her. Hört man gar nicht. Und ein Grund natürlich, warum ich mal da war, ist erstens mal die Ausbildung gewesen, und warum ich jetzt danach noch da bin, ist auch der Grund, weil mein Film da spielt und weil das eigentlich nur die logische Konsequenz ist, den ich auch da dran möchte, dass ich jetzt dann da bin. Ja, also ich bin in Tirol geboren und natürlich bin ich Patriotin. Also wenn ich in Salzburg bin, dann liebe ich meine Heimat. Wenn ich dort bin, schimpfe ich über meine Heimat. Aber ich kann mich erinnern, so in Tirol, also je weiter, dass man nach dem Westen kommt, also deswegen dünner wird das Kino, ja, oder auch die Produktionen. In Innsbruck ist überhaupt nichts. Ja? Also es hat damals den Werner Birchner gegeben, Untergang des Alpenlandes. Das war unser tollster Film, den ich je gesehen habe damals. Und sonst natürlich der Helmut Berger in Tirol war ganz wichtig dann auch. Es hat damals in Innsbruck in die Kinos, kann man erinnern, so Wochenschauen gegeben von Berger und es sind immer so schwarz-weiß, also immer Schützenaufmärsche und was am Land passiert ist. Und schwarz-weiß, das war irgendwie, hat man schon immer taugt. Ja. Naja, ich bin durch die Liebe nach Salzburg gekommen und bin da hängen geblieben und ich muss sagen, Salzburg ist ein ganz toller Ort zum Leben. Es ist keine Weltstadt, ja, muss man auch sagen. Ich habe auch inzwischen noch mal 7 Jahre in Wien gelebt, es ist ein bisschen mehr los, aber je älter das man wird, desto mehr kann man es schätzen. Und wir leben in einer tollen Stadt. Wert. Genau, wir schauen gerne mal wieder ins Publikum, ob irgendwer sich traut, eine Frage zu stellen. Ihr könnt auch gerne überlegen. Macht nichts. Habe ich eine Frage gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich habe eine Frage. Da. Wir haben eine Frage da hinten. Ich habe eine Frage. Und zwar, Adrian, wie geht man mit so einem großen Erfolg, ich meine, der erste große Spielfilm oder dein erster großer Spielfilm, wie geht man mit so einem Erfolg um persönlich? Also, ich meine, er ist doch sehr, sehr gut im Kino angekommen. Ich meine, du hast letztes Mal, ich war ja bei einem Workshop, hast du erzählt, dass er in Salzburg unglaubliche die Türen eingerannt hat, oder? Also wie gehst du mit diesem Erfolg um? Was heißt das für dich ja auch in Zukunft, auch für Förderungen oder ist es ein Sprungbrett oder wie und wie hast du auch den ersten Film finanziert? Also war da schon genug Budget da? Ja, also der Film war so standardfinanziert wie österreichische Debütfilm, genauso wie so vielleicht auch beim Bayern sein Film wird mit, ich glaube, 1,8 Millionen waren es am Ende. Das ist so, ich sage mal, zwischen 1,5 und 2,3, das ist so der ganz übliche Rahmen, den du in Österreich kriegst für einen Debütfilm, wenn die normalen Förderungen dabei sind. Aber das war ganz standardisiert. Ja, und der Erfolg, also es öffnet natürlich schon Türen, also gerade die Förderungen, also es gibt ja so Referenzmittel, das heißt, wenn du einen Film hast, der Erfolg hat, dann kriegst du quasi so einen gratis Bonus für den nächsten Film. So ist das auch geplant. Ja, genau. Aber ich war halt leider so blöd und habe ein Drehbuch geschrieben, das 7 Millionen kostet. Also historisch Zweiter Weltkrieg. Und jetzt stehen wir wieder beim gleichen Problem, das wir zu nicht gehört haben. Nur in einer anderen Dimension. Nein, aber es passt eh. Du, wenn es leicht wäre, wäre es fad, gell? Insofern, und wie gesagt, mir ist der Erfolg jetzt nicht so wichtig. Mir ist einfach wichtig, dass ich Leute berühre, dass ich meine Geschichten erzählen kann, dass ich irgendwie das weitergeben kann, was ich denke, dass das irgendwie erzählt gehört. Ja, und natürlich will ich das eigentlich im Film sehen. Also das ist mir tausendmal wichtiger als irgendwelche Preise und so oder irgendwelche komischen Jurys, die das dann für gut oder schlecht empfinden. Also das finde ich ein bisschen irgendwie irrsinnig. Also ich finde, das Publikum ist das Wichtigste und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich im Kino bin, sondern das finde ich wirklich.
Und das muss man erreichen, finde ich, das Publikum. Und auch vielleicht, weil es jetzt mit Streaming immer gefallen ist und so. Ich finde, also der einzige Grund, wie wir Leute ins Kino gehen können, ist, wenn wir Filme machen, die, wegen denen die Leute ins Kino gehen. So. Und das geht ja fast nur über die Geschichte, über die Stories. Bei meinem Film war es einfach Mundpropaganda. So. Da haben wir gesagt, hey, du musst dir den Film anschauen. Und dann, wenn das ein Freund verzögert, dann gehst du da ins Kino. Oft, weißt du. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die man da... Aber das ist auch ein Gemeinschaftserlebnis, oder? Kino gehen. Absolut. Ja. Ich sowieso, ich gehe bei jeder freien Gelegenheit ins Kino. Aber ja. Also man geht nicht allein, man nimmt einen Freund oder mit Freunden, geht ins Kino und danach diskutiert man, ja. So, ja. Wenn der Film. Das zulässt. Ja, genau. Das hergibt. Wie viel Vorbereitung oder wie lange Zeit hast du vorher bei Die Besten aller Welten dran gearbeitet? Also von der Idee bis zur Premiere waren es 4 Jahre. Da würde ich sagen, waren 3 Jahre wirklich Pre-Production, so, also wo wirklich nur Drehbuch schreiben, casten und so weiter, auf Förderungen warten, abgelehnt worden. Also der Film ist ja ganz oft abgelehnt worden bei Förderungen. Also ich kann mich da auch anschließen bei dem, was ich habe. Nein, ich glaube, 4-mal öfter abgelehnt worden bei allen Förderungen oder 5-mal öfter wie gefördert worden. Ja, und dann drehen wir eigentlich in einem sehr kurzen Zeitraum. Also ich glaube 30 Tage waren das in Salzburg. Und dann nur so ein halbes Jahr Postproduktion. Genau, also 4-5 Jahre muss man schon einrechnen für den Kinofilm. Wenn man so blöd ist und alles selber machen will, wie wir zwar. Genau, ich meine, ich schließe mich an die Frage kurz an, aber weil du da das Mikrofon hast, wie ist das? Ich glaube, es ist vielleicht auch die Frage aus dem Problem ein bisschen aufgreifen. Also wie ist das, wenn man die Schwierigkeit jetzt unter Anführungszeichen hat, dass man einen erfolgreichen Film hat und jetzt muss man den nächsten hinlegen, der im besten Fall auch erfolgreich ist. Vielleicht bin ich da so naiv oder einfach so dumm, aber ich denke mir einfach, ich sehe das zurzeit ganz entspannt. So, ich freue mich, dass ich jetzt nicht immer der kleine Trottel bin, der irgendwie sagen muss, ich will einen Film machen, so, sondern dass jetzt einfach also ich arbeite eigentlich gleich beim ersten Film, der Unterschied ist, jetzt auf einmal interessiert es Leute. So, aber ich persönlich mache mir da gar keinen Druck. Ich glaube, es liegt daran, weil ich mir selber den größten Druck mache, so dass einfach der Film gut wird. Also ich sehe es bis jetzt eher nur positiv. Vielleicht bin ich dann in 2 Jahren, wenn mein Film rauskommt und nicht so erfolgreich wird, wie ich es mir wünsche, vielleicht bin ich dann mega am Boden zerstört und ja, kann auch sein. Zurzeit ist alles relativ eigentlich eher nur vorteilhaft. Wann wird gedreht? Ist der neue? Ja, also wenn alles gut läuft, dann ist der erste Drehtag am 21. April 2020. Nein, ich arbeite da schon seit 3 Jahren dran. Okay, also gleich. Genau, ziemlich gleich, ja. Aber vielleicht war die gleiche Frage an die Sina, wie lange arbeitest du vorher an den Projekten? Also immer 2 Jahre ungefähr ist der Film fertig. Also ich mache ja alles selber. Also ich habe kein Drehbuch, ja, so anfangen. Also meine Filme entstehen am Schneidetisch, aus dem Bauch. Ja, so. Und dann entscheide ich halt, wie lang der wird und so. Und schicken halt dann auch an Diagonale und diverse Festivals. Und Diagonale werde ich immer abgelehnt und ich weiß nicht warum. Aber das ist kein Kriterium. Ja? Also deswegen ist der Film nicht schlecht. Ja? Also man muss, wenn Filmfestival, wenn man da nicht dabei ist, weil ich habe diesen Tarantella-Film in Italien gezeigt und hier im Das Kino ist er gelaufen und die Leute waren alle begeistert und denke mir, ja, irgendwas, so schlecht kann er nicht sein, aber das ist immer so subjektiv, ja. Ob man was gefällt oder nicht, das ist, fängt bei der Mode an und weiß nicht, wo das aufhört. Ja. Aber das heißt, du hast kein Drehbuch, das heißt, du gehst einfach mit deiner Idee wirklich ran ans Filmen? Genau. Genau, ich schnapp die Kamera und sammle Material, 40 Stunden, keine Ahnung. Hast du auch öfter den Fall gehabt, dass du sagst, okay, dir fehlt jetzt noch, keine Ahnung, 20 Minuten Material, sonst kannst du den nicht ordentlich zusammenschneiden? Nein, mir ist noch passiert, dass beim Tarantella-Film, also da habe ich eine wichtige Szene habe ich mit dem La Notte della Taranta, das ist im Sommer in Apulien, also das Highlight ist ein Open-Air-Gratis-Konzert mit 160.000 Leuten, wird von Rai live übertragen, da sind irrsinnig viele Sponsoren und dort habe ich mit Veranstaltern ein Interview gedreht über die Geschichte des Festivals. Ja. Das seit 1997 gibt, die haben mit 5.000 Leuten angefangen und letztes Jahr waren 160.000.
Und ich habe dann was anderes, ich habe zwei Kameras mitgehabt. Die Kameras, die habe ich am Rucksack gestellt und es war dunkel und bin dann gegangen und die Kamera war nicht im Rucksack. Dann ist mir rausgefallen und die war weg, samt dem Material. Ich bin aber erst daheim draufgekommen, ja? Muss man feststellen. Und solche Sachen, oder mit den Chipkarten, ja? Das ist auch sehr gefährlich. Ja? Also einmal ein... Hast du Kante bei der Technikhüfte oder so? Nein, nix. Nein. Also ich muss mal einen Ton selber machen, alles. Ja? Also das ist... ich mag das jetzt nicht mehr ins Detail gehen, weil sonst muss ich mir wieder ärgern, kommen solche Gefühle hoch. Ja, so. Apropos Diagonale und Filmfestivals. Welche Bedeutung haben eben Filmfestivals, wie auch die Juvenale eines ist, für eure Arbeit und für euer filmisches Schaffen? Also wie wichtig würdet ihr das persönlich einschätzen? Ja, ich antworte gleich noch einmal. Es ist jetzt nicht lebensnotwendig, es ist schön, wenn man einen Preis bekommt, ja, ist eine Anerkennung. Aber also ich wurde mal von 2012 von habe ich den Förderpreis von der Stadt Salzburg für mein Lebenswerk bekommen, ja? Und das hat mich schon stolz gemacht, ja? Also das zeigt doch, dass ich seit 15 Jahren so, oder 2001 habe ich angefangen, Filmen, den ersten Film, den ich dokumentarisch gemacht habe mit der Karin Helmel, wer sich dann erinnern kann an das Tröpfelbad, an das letzte Brause- und Wannenbad in Salzburg, das war so ein 23-Minuten-Film und es hat sehr viel Spaß gemacht, dort in diesem Bad zu filmen. Und da haben wir von der Diagonale auch so einen Anerkennungspreis bekommen. Aber es ist nicht lebensnotwichtig. Natürlich, wenn jetzt auf dem Filmplakat irgendwie Cannes und Berlin, das hilft natürlich, dass mehr Leute ins Kino gehen. Glaubst du? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass das aus dem Plakat ist nicht so entscheidend, ich glaube, man kriegt mehr Presse dadurch. Ich glaube, das ist das Hauptding. Also das ist meine Erfahrung irgendwie so. Also okay. Dass und da gibt es eher nur weltweit irgendwie 5-6 Festivals, wenn wir uns ehrlich sagen, irgendwie Berlin, Cannes, Venedig, so. Und dann wirst du einfach bis dann in der medialen Aufmerksamkeit und es gibt halt auch einen Kinostart. Also bei uns war es schon so, also wir haben nicht einmal einen Verleih gehabt, gar nichts, so kein Mensch wollte im Film irgendwie sagen. Und dann waren wir nur in einer Nebenschiene in Berlin und haben dort den Nachwuchspreis gewonnen und dann auf einmal hat dann erst, und wirklich danach, das ist uns nicht passiert, hat dann den österreichischen Medien über den Film berichtet. Das hätten wir sonst nicht gemacht. Ja. So, und dafür ist es echt wichtig, glaube ich. So, also einfach, dass man ein bisschen in die mediale Aufmerksamkeit guckt. Also oder Toni Erdmann zum Beispiel. Toni Erdmann hat auch nur, der ist leer ausgegangen in Cannes, aber der ist halt bejubelt worden und war dann so ein Hit irgendwie und dadurch haben die Medien dann das irgendwie aufgenommen, aufgefasst. Und dafür ist es echt super. Aber ich würde mir der Sina absolut anschließen, dass es nicht überlebenswichtig ist. Und vor allem darf man sich, glaube ich, als Filmemacher nicht sich selber definieren als gut oder schlecht, durch ob man Preise gewinnt oder nicht. Ja, weil ich meine, das ist, wie gesagt, das sind 4-5 Leute, die das entscheiden. Das ist oft total unangenehm politisch, so hat auch nichts mit der Qualität zu tun, manchmal. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Motivation, oder? Also so wie du hast ja auch bei der Klappe gewonnen, glaube ich, in Salzburg. Und auch bei diesem Wettbewerb, ist kein Festival, aber das ist der Wettbewerb, der von Quentin Tarantino und Edelburg. Genau, was ein normaler Internetwettbewerb war. Und ich finde es natürlich spannend, das ist auf der einen Seite sowas wie eine Challenge, okay, man macht jetzt für einen Wettbewerb was. Und beim Filmfestival, ich meine, bei der Klappe, das war das erste Mal, dass ich überhaupt beim Filmfestival war. Das ist natürlich schön, sich das einmal anzuschauen. Aber klar, wenn man mal einen Film bei wirklich einem prestigeträchtigen Festival hat, ich würde nicht nein sagen. Es ist nur so witzig, weil der Adrian und ich da auch schon öfters geredet haben, oder wie die Förderlandschaft funktioniert, die jetzt uns zum Beispiel sagen oder fragen, ob wir einen Publikums- oder einen Festivalfilm machen und wie das jetzt dann quasi für sie zu trennen ist eben. Und das ist eher so ein bisschen was, wo ich eigentlich mich dagegen wehre und sage, ich mache jetzt nicht einfach nur einen Publikums- oder einen Festivalfilm, sondern es kann beides sein. Ein Film. Genau so ist es. Gibt es da mal Fragen aus dem Publikum? Ach, die, ja, kannst du? Ja, weil es heißt, politische Festivals, Diagonale, Berlinale, dann und so weiter, ist das schon, also was ich oft gehört habe, was sich so umspricht, ist halt, dass man da teilweise, dass teilweise jemand wollen muss, dass man dort läuft, damit man dort läuft. Also, oder reicht es, wenn der Film einfach so bahnbrechend gut ist und man ist ein Nobody jetzt, sage ich mal, und taucht dann auf und dann lacht es trotzdem. Also ich weiß nicht. Nein, also es ist, also die Qualität, wer war das? Irgendein befreundeter Schauspieler hat mir gesagt,
Die Qualität des Films ist das letzte Entscheidungskriterium beim Festival. So, und das kann ich wirklich unterstreichen. Also, es ist ein Politikum, und damit meine ich jetzt nicht nur politisch im Sinne von politischen Themen, sondern auch, wer kennt wen, wer hat schon eine Vergangenheit beim Festival. Also, ihr müsst mal darauf achten, schaut mal, Berlinale kann. Die nehmen, also wenn ein Regisseur schon mal gelaufen ist im Wettbewerb, hat er so viel einfacher, da wieder reinzukommen. Weil die sagen, wenn die wollen den mit aufbauen und der hat eh schon mal da gelaufen und so weiter. Also jeder, also der Haneke kann wahrscheinlich, weiß nicht, sei Heisel 90 Minuten filmen und das läuft in keinem Wettbewerb. So, das ist wurscht, weil der ist einfach kein Regisseur. Oder eben wenn es thematisch eingepasst oder wenn ein Schauspieler irgendwie gerade da am Start ist oder so. Also das hat mit Qualität ganz oft nichts zum tun. Ja. Deswegen zum Beispiel die Amerikaner, denen ist es völlig wurscht. Also klar die Oscars, aber ein Kumpel von mir hat einen Hollywood-Film jetzt gedreht in Deutschland da und der hat gesagt, der amerikanische Verleih, denen ist am Festival egal. Völlig egal. Die gehen nur vom Kinostart und lieber dann Streaming oder so, ob der jetzt irgendwo läuft. Ja, da ist es von den beiden Systemen, willst du dann besser finden? Also diese amerikanische Art der Filme zu verwerten oder die europäische, die irgendwie ein bisschen, glaube ich, vielleicht akademisch ist. Also ich würde es schön finden, wenn es einfach so war, wie die Frage gestellt ist, wenn die zweite Hypothese stimmen würde, dass einfach die Qualität entscheidet, dass ein Festival eben nicht schaut auf Normen, sondern ein Festival einfach ein Sprungbretter ist für Filme, die sonst nicht schaffen würden. Es gibt immer wieder Filme, denen das so hilft. So wie es jetzt gerade ist, finde ich es frustrierend, weil da bringt es kaum was. Und was der Daniel gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Warum muss man immer unterscheiden zwischen Festivalfilm und Publikumsfilm? Ich meine, im besten Fall, also ich meine, die Absurdität hoch 10 war die Diskussion, ob man jetzt einen Oscar einführt für beliebtesten, oder was war das? Most Popular Film, so. Also ich weiß nicht, das ist nicht so lange her, da war der beste Film bei den Oscars auch der beliebteste Film. So, also ich weiß nicht, was ist da passiert in den letzten Jahren irgendwie. Und das geht eigentlich in die Diskussion rein mit den Festivals. Also entweder die Festivals konzentrieren sich wieder mehr auf die Qualität, so, oder es wird diese Schere dann wirklich immer größer zwischen Leuten, die in ein Festival gehen und Leuten, die sich Publikumsfilme anschauen. Und es kann ja nicht sein, dass Festivalfilm eine Beschimpfung ist für einen Film. So ist es aber bei den meisten Leuten. Das finde ich nicht gut. Ich glaube, du wolltest davor noch was dazu sagen. Oder? Ja, da gibt es auch noch ein spannendes Beispiel, was ich zum Beispiel letztens gelesen habe. Da war ein französischer Film, den hat auch jeder abgelehnt. Der ist über 3 Jahre gedreht worden mit einem ganz geringen Budget und dann ist halt irgendwann von Netflix erzeugt worden und das ist halt ein komplett experimenteller Film und der ist ins Programm aufgenommen worden. Ich meine, von der Seite, jetzt, weil wir halt vorher nur mal bei den Streaming-Sachen waren, muss man halt schon sagen, hey cool, da gibt es jetzt einen Markt da, wo ich halt wirklich, sag ich jetzt mal, mein Ding auch durchziehen kann, das kann auch gesehen werden. Also man ist da jetzt nicht mehr so stark, denke ich, nur vom Festival abhängig, natürlich vom Publikum schon, aber gerade diese Streaming-Sachen ist einfach nur mal eine ganz andere Sache vom Publikum mittlerweile eben. Und das habe ich nochmal ein ganz interessantes Beispiel gefunden, wie man eigentlich trotzdem einen Film zu Gesicht oder dass man einfach sichtbar machen kann. Also was mir so aufgefallen ist, dass irgendwie in den letzten Jahren so der DVD-Verkauf also von solchen Filmen also irrsinnig zurückgegangen ist. Blu-ray, glaube ich, geht was so im Keller wie Kassel, die DVD-Läden, ja, wo man nach einem Jahr immer die Filme dann anschauen kann oder ausleihen. Das stagniert alles. Ja. Ich weiß nicht, ist da Netflix die einzige Lösung irgendwie? Außer weil irgendwann einmal, ich weiß nicht, wie lange der Film gelaufen ist, jetzt glaube ich ein Jahr oder vielleicht kannst du da mehr dazu sagen. Dann irgendwann ist ja mal aus, ja, so, dann verstaubt dann wieder um den Fernsehzahn und verschwindet eine Schublade, ja. Und da weiterhin die Vermarktung, ich weiß nicht, wurde, lacht es nur mehr über Streaming, ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch die Lösung nicht, oder die Antwort, also ich, auf jeden Fall würde ich das unterstreichen, dass Streaming-Plattformen dem DVD-Markt absolut schaden, extrem. Also mein Film ist ja auf Netflix, so. er ist zwar auf DVD zu kaufen, aber als Beispiel Blu-ray, das haben wir nicht gemacht, weil es viel zu teuer gewesen wäre, die Lizenz zu kriegen für Blu-ray. Deswegen kann man auf Netflix auf HD anschauen,
So, und sonst nur in DVD-Qualität, weil es ja zu teuer ist, eine Blu-ray-Lizenz zu kriegen. Also, ja, ich kaufe immer noch Blu-rays, weil ich es einfach gern in der Hand habe. So, ich ärgere mich dann auch, weil die werden dann einfach vom Benutzen, irgendwie nach einem Jahr oder zwei Jahren, wenn ich oft einen Film schaue, also ein bisschen rausgeht, die DVD geht nicht mehr. So, die werden dann auch hin irgendwie. Da muss ich mal so einen 5er-Pack kaufen. Also worauf hinaus will, das Medium ist ja irgendwie nicht gut, einfach so diese CD-ROM oder DVD, das ist einfach ein gutes Medium, das wird einfach kaputt. So. Also, weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwann, vielleicht kaufen sie irgendwann noch kleine USB-Sticks mit den Filmen oder so, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Oder auf analogen Film. Analogen Film, wieder zurück? Ja, ja, cool. Das bildet aber aus wie analog. Ja, würde ich mal anschauen. Wenn wir keine Fragen aus dem Publikum haben, doch, da, Markus. Das hat sich fast schon erledigt. Also meine Frage wäre gewesen, sondern Filmfestivals, die in einem Kino stattfinden, eigentlich nur ein sentimentaler Schnickschnack, der gar nichts mehr bringt. Und sollten wir das Ganze in einem Chatroom online und in eine digitale virtuelle Realität übersiedeln, damit sie diese Zielgruppen oder das Publikumverhalten eben entsprechend dann auch bedient wird. Weil ins Kino gehen ja nicht mehr, weil Christina sagt, es ist ein Gemeinschaftserlebnis, manchmal ist Kino gehen auch schon einsam geworden. Insofern war es gar keine Frage, ich habe das eh schon beantwortet. Gibt es andere Wünsche oder was das sind eure Visionen, wie in Zukunft Filme an euer Publikum geraten? Nee, ich glaube, das müssen wir mal abwarten, wie sich das Klima entwickelt. Ja? Mhm. Weil im Sommer geht man lieber, ist es glaube ich ein bisschen schwieriger, dass man ins Kino geht, aber ab Herbst ist dann schon wieder Hochsaison über Winter. Ja. Und natürlich, wie sie in Zukunft, also ich gehe gerne nach wie vor ins Kino und auch nicht alleine, sondern rufen, gehst mit mir ins Kino hier? Und meistens läuft das über Mundpropaganda. Mhm. Nach dem Film hast du ihn schon gesehen, den musst du anschauen. Ich schaue mir oft einmal gar nicht die Beschreibung an, sondern den Titel, sondern den muss man gehen. Ja. So. Ja. Und ich glaube, die Mundpropaganda ist so unterschätzt, oder? Ja. Ist das Beste. Absolut. Das wird auch nochmal über die 100% noch stimmen. Also, was ich schon alles aufgehört habe, um einen Film zu sehen, ich bin einmal extra für eine Kinovorstellung nach Wien gefahren. 4 Stunden und dann wieder 4 Stunden zurück für eine Kinovorstellung. Aber ich wollte unbedingt Hateful Eight auf 70 Kilometer sehen. So, weil ich weiß nicht, wir sind 4 Stunden gefahren. Ach ja, Stau, kennst du? Also Stau. Danke. Okay. Jetzt kommt die Stau, gell? Ja, mit dem Zug geht's. Ja. Was meine Frage noch wäre, vielleicht hat das Stichwort IG Kultur, die Bestellung des Filmbeirates, ist die Frage, was sich mir stellt, inwiefern darf oder soll Politik einen Einfluss auf künstlerische Entscheidungen haben? Ganz kurz, es sollte gar keinen Einfluss haben, aber es hat immer einen Einfluss. Wurscht, wer im Filmbeirat huckt. Also die letzten 20 Jahre hat es auch schon Einfluss gehabt. So. Jetzt natürlich durch eine neue Regierung wird alles umgefärbt, jetzt geht es in eine andere Richtung. Aber es ist nicht so, als wäre das jetzt erst seit 2017, dass irgendwie Politik einhält. Ja, so. Es ist immer so, es ist leider, und ich finde, es wird gar nicht so sein. Wie gesagt, das zieht sich ja durch bei Festivals, das ist ja, hakt ja alles zusammen. Also, ist ja alles, also die Festivals sind ja auch gefördert, also fast so gut wie alles subventioniert. Das spielt ja alles, hängt alles zusammen, finde ich total schade. Es gibt Leute, und das respektiere ich auch, so kann jeder andere Meinung haben, die gehen gerne ins Kino, um politische Statements zu sehen. Und um quasi das, was in der Welt passiert, dann filmisch aufgearbeitet zu haben. Ich persönlich gehe am liebsten ins Kino, um der politischen Welt zu entfliehen so, und einfach nur abzuschalten und mich verzaubern zu lassen in eine andere Welt. Und mir nervt es, wenn ich ins Kino gehe und dann sehe ich irgendwie einen politischen Film und denke mir so, ja, da kann ich die Zeitung lesen, auch, da muss ich ins Kino. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, deswegen bin ich auch zum Beispiel ein großer Fan bei der Berlinale, weil da ist in jeder Film immer so, so ein politisches Statement. Ich beziehe mich da jetzt auch wieder auf Filmemacher, weil im Grunde bin ich auch der Meinung, also dass ich jetzt nicht ins Kino gehe, damit ich mir unbedingt Politik anschaue, aber es gibt einen Filmemacher, den Spike Lee, den ich mir sehr, sehr gerne anschaue, unabhängig davon, jetzt, wie sehr ich mit dem sympathisiere oder generell mit der schwarzen Kultur, aber ich finde, dass der einfach so einen super guten Stil hat und ich bin einfach totaler Fan davon, wie der Filme macht und was für Filme der macht. Also es kann sehr viel Spaß auch machen, meiner Meinung nach. Ja, also ich glaube, ich werde mich langsam von Filmen verabschieden und
und werde jetzt Kriminalromane schreiben. Ja? Und werde es dann euch geben zum Verfilmen. Ja? Zum Beispiel. Na, ich habe jetzt wirklich versucht, irgendwie einen Krimi zu schreiben. Das ist ein Landkrimi, so in der Richtung, spielt in Tirol. Und jetzt bin ich ja dabei, einen Verlag zu suchen und schauen wir mal, ob das klappt. Aber ich kann den nie im Leben verfilmen, ja? Weil es auch in die zurückgeht in die 60er Jahre und mit der Südtirol-Bomber-Geschichte und so weiter. Diese turbulenten Jahre. Aber es. Aber ich vielleicht werde ich im Kino da mal eine Lesung machen. Und das ist natürlich schon ein höchst politischer Film oder Krimi dann. Ja. Ja, ich hätte noch eine Frage, vielleicht ein bisschen ein Klischee, aber was würdet ihr den jungen Filmemachern, die durchstarten wollen, raten oder mit auf den Weg geben? Oder vielleicht etwas, was ihr wünscht, dass ihr früher schon gewusst habt über das machen, also, ob ihr da irgendwelche Tipps habt. Ja, auf jeden Fall meinen langen Atem und nicht aufgeben, ganz einfach gesagt, kämpfen bis zum Ziel. Es ist einfach so, ich habe schon 100.000 Absagen gekriegt, ich habe jetzt noch nicht mein, sag ich, meinen ersten großen Film gerade. Ich meine, ihr beide seid da schon viel weiter, aber also ich merke halt einfach, wie viel Motivation ich habe, dass ich das durchziehe und ich merke halt auch gerade, dass zum Beispiel nach dem Studium, ich kenne sehr viele Leute, auch Studienkollegen, die das auch immer machen wollten, aber natürlich sehnen sie auch sehr viel, sage ich, nach einem fixen Job, nach einem guten Geld und alles. Man muss sich da einfach gewisse Standbeine suchen und wenn man es halt wirklich will, dann glaube ich auch, dass man das wirklich schaffen kann, ganz einfach. Aber der Weg ist ein steiniger. Absolut. Wirklich, wenn ich mir so die jungen Generationen anschaue, die kämpfen schon, ja, und ja. Die also auch ein bisschen Namen haben und dann wie oft einmal ein Zufallstreffer und dann klappt es, ja, aber bis man so die Stufen aufgeht, das ist, braucht man einen langen Atem, kann ich mir nur anschließen, aber an und für sich, was wichtig ist, was jeder Filmemacher, egal was er macht, haben sollte, ist eine Passion zum Film überhaupt, ja. Weil sonst, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für jemanden arbeite, zum Beispiel ein ORF, da mache ich einen Job, mache ich eine Dokumentation über ein vorgegebenes Thema, oder ob ich mein eigenes mache und da muss ich voll 1000% dahinter stehen. Ja? Mit allen Vor- und Rückschlägen und ja, und langer Atem. Ganz einfach. Ja, nur auch, weil mir so oft auffällt, also ich unterrichte selber nebenbei ein bisschen und mir fällt immer auf, dass so viele junge Filmschaffen und auch Studenten so spekulieren, was könnte jetzt gut ankommen, was könnte funktionieren, was passt gerade rein. Oder auch schon spekulieren bei der Bewerbung in die Filmuni. So was könnte vielleicht die Jury da interessieren, die Aufnahmegremium irgendwie taugen. Meiner Erfahrung nach geht das immer in die Hosen. So, also spekulieren funktioniert nie. Ja. So, also macht das, was euch interessiert, eben was die Passion ist, wo euer Herz dran ist. Dann wird schon, können wir nicht spekulieren, was irgendwie vielleicht denen gefallen kann oder was gerade angesagt ist. Das wird meiner Meinung nach, gerade als Junger, wird das nichts. Da wollte ich eh fragen, ob du glaubst, dass die Branche, wenn man jetzt auch sagt, internationale Spielfilme, ob das irgendwie Trends unterliegt. Ich bin gestern irgendwie zufällig auf dem Café gesessen und habe gesagt, drei Kinoplakate, aktuell im Kino, alles drei Biopics. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, gibt es irgendwie, weil es so. So eine Richtung, was dann irgendwie so umschlägt, oder ist irgendwas gerade aktuell, oder ist das dann nein, Zufall mehr? Zwar Bohemian Rhapsody ist so ein Riesenerfolg, gell? Jetzt freut euch noch. Klar, aber das sind so Trends, ich glaube, das gibt es immer. Also ich meine, manche sind super, also ich finde Biopics sind im Prinzip ja ein schöner Trend eigentlich auch so. Manche Trends gehen mir total auf den Sack, wie diese ganzen Superheldenfilme, kann ich nicht mehr anschauen, also finde ich so langweilig. So, ja, aber ich glaube, das hat es ja immer gegeben, also wenn du bis in die 30er Jahre zurückschaust, so. Mhm. Was dich interessiert hat, ist glaube ich ganz normal. Mhm. Darf ich gerade mal? Ja. Also, ich habe vor kurzem im YouTube einen wahnsinnig tollen Dokumentarfilm entdeckt von einem jungen russischen Dokumentarfilm. Kamera 2000 Kilometer durch die Pampa gefahren und hat die Leute interviewt und 2,5 Stunden diese Doku, keine Sekundenfahrt. Ja. Also ich war begeistert und das ist wirklich kein leichtes Thema, weil es in Russland natürlich erst diese Vergangenheit mit dem Stalin ein bisschen abgespielt wird, was da passiert ist. Ja. Die haben ja da, was sind 20 Millionen Gefangene waren da, 2 Millionen sind umgekommen,
ob das jetzt der Modded One sind oder die Kate, egal. Also bitte schaut euch den an. Also das ist wirklich, und der hat YouTube, glaube ich, so 1,5 Millionen Likes generiert und das ist auch, also ein russischer Dokumentarfilm hat man ganz wenig, oder das ist damals noch zu uns, sondern ein Dokumentarfilm sich. Also außer diese alten russischen Spielfilmschinken, ja, die halt so zu uns kommen. Aber großartig, großartig, großartig. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ich hätte nämlich sonst auch noch Fragen. Dann stell doch eigentlich sind es zwei. Also gab es schon mal einen Punkt oder einen Moment, wo ihr alles hinschmeißen wolltet? Und auch, wie geht man mit Selbstzweifel um, also falls ihr welche habt, weil ja, Film doch, man verarbeitet doch irgendwie was Persönliches oder man gibt so ein bisschen was von sich selbst preis und klar soll man nicht daran denken, was andere Leute sich denken, aber irgendwie öffnet sich und wie geht ihr so damit um oder denkt ihr gar nicht drüber nach? Ich habe da eine komplett lächerliche Geschichte dazu. Und zwar, wo wir angefangen haben zum Filmen machen, mit einem sehr geschätzten Kollegen, mit Jan Leitenbauer, da haben wir, glaube ich, mit 15 angefangen, haben wir einen Film gemacht, der hat Black Jack geheißen, der ist bei der Klappe damals gezeigt worden, hat einen Preis der Jugendjury gewonnen. Und dann haben wir einen zweiten Film gemacht und 3 Jahre später haben wir ihn eingereicht, ist genommen worden, hat nichts gewonnen, dann habe ich mir mal kurz gedacht, jetzt scheiße auf alles und gehen wir snow worden. Und das ist halt echt so, weiß ich nicht, was in dem Moment, keine Ahnung, dann denkt man, okay, man hat jetzt nicht das gefunden, gut, ich mache mal was anderes, aber das hilft nichts. Also ich habe für mich einfach gemerkt, man kommt halt dann zurück zum Medium und da ist einfach so eine beständige Liebe einfach da und man spürt das, also jeder, der was wirklich Filme macht, ist, der weiß das innen drin, dass er es machen möchte und machen muss. Da muss ich jetzt auch schnell eine Geschichte erzählen. Ja. Also ich war 1976, bin ich mit einer Super 8 Kamera nach Deutschland gefahren zu einem Frank Zappa Konzert. Mhm. Mit einer Tonfilmkamera. Open Air, 200.000 Leute in Nürnberg. Ja. Hab da, glaube ich, 10 Rollen mit gehabt. Und ganz vorne Frank Zappa, mein Idol. Dann dauert es natürlich Entwicklung, bis die Filme wieder kommen. Ja. Und die Hälfte war überbelichtet, unterbelichtet, ja, keine Ahnung, aber so 10 Minuten waren brauchbar. Und dann haben wir den immer privat hergezeigt, Frank Zappa, die nicht dabei waren. Und dann haben wir hergebracht, die Rollen, und die war weg. Ja. Bis heute nicht mehr aufgetaucht, die Rollen. Das war natürlich ein Tiefpunkt meiner Filmkarriere. Ja. Aber ich habe mich den Mut gelassen und damit die digitalen Kameras war das natürlich dann viel, viel einfacher. Ja, also ich muss echt sagen, also ich finde das meiste am Filmmachen macht echt keinen Spaß. So, also da hat man, ich denke immer an Aronofsky, der mal gesagt hat, 10% ist wirklich inszenieren am Set und kreativ überlegen und 90% ist um Geld betteln. So, und das sagt der Aronofsky, so, der halt schon eine ganz andere Liga wieder spielt, gell? Und so ist es wirklich. Und also wirklich, also echt, nein, also die meiste Zeit macht es keinen Spaß, finde ich, weil du musst echt immer nur leider in den Arsch kriechen und Konzepte schreiben und das und Leute den Film erklären, dass sie so nicht verstehen, irgendwie, was du machen willst. Und es ist wirklich frustrierend und oft, also ich denke mir oft irgendwie, ob ich nicht lieber, weiß nicht, kurz snowboarden kann ich nicht, Skifahren gehen, so oder so. Aber für mich ist dann echt das Filme schauen, was mich dann wieder dazu bringt, das Feuer zu entfachen. Also kann entweder schaut man Der Pate an oder irgend sowas oder Citizen Kane. Oder irgend so und dann. Oder na gut, den schau ich fast nur gesoffen, deswegen. Und dann bin ich immer so, ja, genau, das ist es, das will ich machen, sowas, was der so Herz und kann einfach Leid berühren und ich schaue mir dann bewusst den Film an, wo ich warte, dass ich lernen muss. So, ja. So geht es mir halt. Ja. Aber ich glaube, für einen Filmemacher oder Filmemacherin ist der schönste Augenblick nach all den Strapazen, wenn man dann die Premiere ist und der Vorhang geht so langsam auf und diese Energien, die in der Luft liegen, also die Spannung auch vom Publikum. Ist das bei dir so? Ja, ist bei mir so, ja. Ich scheiß mich auch bis aufs Kreuz. Also das ist irgendwie der schönste Augenblick. Ich denke mir immer nur, was habe ich da für einen Scheiß gemacht? Das ist, diese Einstellung interessiert doch keinen Menschen. Also das ist viel zu lang und alles. Nein, ich hasse das. Also nein, ich rede nicht vom Film, sondern der Augenblick, wo der Vorhang aufgeht. Nein, weiß nicht. Also das ist für mich irgendwie das Magischste dann überhaupt. Echt? Ja, es ist nicht anders. Liegt man 2 Jahre dabei. Hast du einen Film da so sehen, oder? Nein.
Nein, also ich habe meinen Film kein einziges Mal angeschaut, doch ein, zwei Mal dann nur. Aber bis er fertig war, habe ich ihn ja schon 170 Mal gesehen. Also in jedem. Also ich meine, das ist ja, da kannst du dann. Also das Absurdeste war, ich habe ihn einmal, viermal hintereinander anschauen müssen. So einmal, um das Calibrating anzuschauen, einmal wegen Sounddesign, einmal wegen die Effekte und dann, glaube ich, einmal nur wegen irgendwelchen kleinen Änderungen. Also viermal hintereinander denselben Film, das ist ja schrecklich. So was willst du dann nicht mehr sehen. So. Und also ich bewundere das, also das ist vielleicht jetzt bei mir auch später mal so. Naja. Aber daheim sieht man immer nur am Computer und dann nochmal auf der großen Leinwand. Ja, aber ich, mich nur, also ich kann mich nur genau erinnern, im Moment, ich meine, das vergisst man nicht, auf der Berlinale, weißt du, auch noch, wo es keine Karten gibt und alle sind da. Und ich wollte echt schon viele gehen und mich entschuldigen für diesen langweiligen Film. Und sozusagen, es tut mir leid. Okay. Aber ich kann, aber ja, ist vielleicht auch meiner Jugend geschuldet, kann, vielleicht wird es später besser. Aber mir macht es keinen Spaß, meine eigenen Filme anzuschauen. Na. Haben wir dabei Fragen aus dem Publikum? Wir haben auch neu hinzugekommen, das Publikum. Du kannst auch gerne Fragen stellen. Es kann auch gleich von hinten eine Frage stellen. Aber sonst hat die Lauren sicher noch eine Frage für uns. Aber wir haben eine Frage. Und zwar wollte ich fragen zum Filmstandort Salzburg an sich. Generell, wie ihr da die Fördersituation, seid ihr zufrieden mit der Fördersituation? Gibt es genug Förderung? Und zu viel sowieso nicht, das ist etwa. Aber generell auch, wie wir schon gehört haben, über die Politisierung von Förderungen und so, das ist ja alles genauso derselbe Kanon eigentlich, wie die Festivals und so weiter. Und generell, was ist eure Meinung, dass man den Filmstandort Salzburg wirklich groß macht? Ja, ich meine, es gibt ja gewisse Förderungen und kleinere Förderungen, aber die fördern ja keinen Spielfilm in ihrer Herstellung oder was. Also natürlich muss man sich da an die großen Fördertöpfe nachher wenden und die sind halt dann nicht in Salzburg. Aber generell kann Salzburg natürlich ein attraktiver Standort sein. Ich meine, wir haben es jetzt eh an einem sehr guten Beispiel natürlich gesehen mit den Beste aller Welten. Und ich finde, dass man halt gerade im Westen auch unglaublich spannende Geschichten erzählen kann. Das muss sich nicht immer alles in der Metropole dann abspielen, meiner Meinung nach. Aber ja, weiß auch nicht, was ist eure Meinung nur dazu, wie man jetzt generell den Standort noch besser machen kann? Naja, ist ein bisschen schwierig. Und genau, natürlich, also von der FH kommen immer wieder Talente raus, so wie du hast auch FH gemacht. Ja. Die wandern aber dann ab. Ja. Und die in Salzburg zu halten, irgendwie, da gibt es zu wenig Produktionsfirmen, die gehen entweder nach Deutschland oder nach Wien, ja, oder wo immer die hingehen. Ja. Oder jemand macht sie selbstständig, so wie du, und bleibt da, liegt die Heimat und sagt, ich probiere es da. Ja. Ganz einfach. Aber es ist halt wirklich für Spielfilm ganz, ganz ein schwieriges Pflaster. Und unser FH-Fachbereichsleiter, der kämpft eh seit Jahren dafür, dass man es attraktiver macht. Aber mir kommt es auch ganz ehrlich vor, was wir jetzt gerade gemacht haben, es ist immer mehr Probleme aufzählen, wie Lösungen finden. Ja, also ich finde schon, dass wir, wir sind ja doch ein kleines Bundesland, muss man sagen, also vergleichsweise ja. Und ich finde, also ich merke es jetzt gerade mit unserer Firma, also Servus TV ist echt ein Geschenk, dass die da in Salzburg sind. So, also jetzt einmal projektmäßig, also wir produzieren für die gerade eine große Doku so, und das ginge halt nicht, wenn wir nicht in Salzburg wären. Mhm. So, also das ist eigentlich, und ich glaube, dass einfach viele das dann nicht probieren. Irgendwie so, weil natürlich macht Servus TV jetzt keine Ausschreibung mit, so, wir haben 10 Millionen Euro Budget, schickt es her und wir geben euch das in alle Projekte, sondern du musst dann einfach den Anspruch kriegen und wir haben halt denen dann hingeschrieben und uns getroffen und denen, die dann zu Tode gepitcht und haben gesagt, oh ja, passt, da kriegst du das Geld, tratz, macht's. So, ich meine, du bist ein Job, die Server, also ich bin auch bei dir, also nur jammern ist einfach ein Arsch. Weil, ich sage euch mal eins, ich habe in Deutschland studiert, die Deutschen beneiden uns um unsere Förderstruktur. Bei denen gibt es keine Nachwuchsförderung. Mhm. Gibt es nicht. Mhm. So, es ist eine reine, in Deutschland hat jede Förderung eine Wirtschaftsförderung. Mhm. So was wie das Österreichische Filminstitut oder diese Landstadt Salzburg-Förderung, so, wo du wirklich als 19-Jähriger schon gefördert werden kannst, das gibt es dort nicht. So, also, ich finde, wir haben echt mehr Möglichkeiten wie die meisten, in Europa und ja. Genau. Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Bundesländern ist Salzburg eh super, oder? Glaube ich auch, ja. Ja, also wenn man mal Oberösterreich anschaut oder andere. Und Wien hat zwar natürlich nominell eine größere Förderung, aber dafür hat auch, wie du gesagt hast, 750.000 mehr Produktionsfirmen und Filmschaffende. Ja, so. Also mehr Konkurrenz dann auch. Ja. Genau. wenn wir keine Fragen aus dem Buch bekommen haben, oder kommen, haben wir noch eine? Ja, wir haben sicher noch Fragen. An die Dame mit den LEDs.
gekommen? Also wie haben Sie angefangen? Puh. Das war ein reiner Zufall. Also ich bin nach Salzburg gekommen und hab da das Studio West kennengelernt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt vom Publikum, das ist irgendwie auch so ein Verein, die vorwiegend Dokumentarfilmbereich arbeiten, und damals war der Hermann Besetzkas Obmann und wir haben uns angefreundet und ich habe zum ersten Mal so ein bisschen so geschnuppert. Ja. Also es war auch gerade die Umstellung von analog auf digital. Und also ich kann mich erinnern, damals sind diese kleinen, die ersten Mac-Computer gestanden und analog geschnitten worden, und es war alles saukompliziert. Und das erste Filmprogramm, Schneideprogramm Premiere, ist dann rausgekommen und dann das Final Cut, und dann ist der Schritt eigentlich für Laien, man muss sich natürlich schon damit beschäftigen irgendwie, amateurmäßig, so wie ich bezeichne mich nicht als Profi, sondern als Amateurin, ja, und Amateur ist, heißt ja die Liebe zu etwas, ja. Amateur ist wirklich, finde ich, irgendwie ein negativ besetztes Wort, ja. Weil Amateur, wie schon gesagt, Liebe zu etwas. Und ja, und da bin ich halt so reingerutscht, ja, und mit der Karin Helbel den ersten Film gedreht, habe ich schon erwähnt, im Trüpfelbad, und dann habe ich in St. Anton meinen ersten eigenen Film gedreht über den letzten Juden, den sie aus Tirol vertrieben haben, und so habe ich angefangen. Und learning by doing, ja? Also man lernt das Schneideprogramm und verbringt Ewigkeiten vom Computer, man kommt nicht mehr hoch vom Sitz, weil es so spannend ist, Tage verbringt man dort, du kennst das eh. Okay. Ja, genau, und mit jedem Projekt lernt man dazu einfach, genau. Ich hoffe, ihr habt die Frage beantwortet. Und Sabino, eine letzte Frage an alle Moderatoren mit eingeschlossen. Was war der letzte großartige Film, den ihr gesehen habt? Okay, von mir mal. Jetzt gleich sagen können, dass du die Frage einfach haben willst. Nein, mich interessiert, weil ich suche immer, ich weiß nicht, wie sage ich genau, ich suche natürlich immer noch Filme, die ich vielleicht nicht kenne, und natürlich, vielleicht sagt man jetzt nicht irgendwas wohl bekannt ist, aber du kennst sicher jeder einen coolen, kleinen Film, den man sich dann gegenseitig einfach nennen kann zum Anschauen. Ja, ich habe das letzte Mal, glaube ich, hier im Kino und mir Astrid angeschaut, also dann, Astrid, wenn wir da bei Biopics sind, ja. Über Astrid Lindgren. Ich fand den eigentlich ganz, ganz schön, also als Film. Ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht ein Meisterwerk oder so, das war ein schöner Film. Also, bei mir war es ein Dusk Look Burning. Südkoreanischer Film, der mich voll zerfickt mental. Zwei Stunden drüber nachgedacht. Hast du gesehen das schon? Ja, ich hab mir nachgeschaut. Das ist auch geil, gell? Wolltest du mir auch sagen jetzt? Nein, aber ich bin generell gerade auf so einem Asia-Trip und ich jetzt, das ist schon ein bisschen älter, von Memories of a Murder hat mir voll übertaugt. Ja, genau, aber ich bin da auch gerade voll auf diesem Südkorea-Asia-Trip. Ich habe jetzt. Du hast ja den russischen empfohlen. Ja, ja, ja. Genau. Ja, diesen Juri Dult über den Gulag. Ja, ja. Das war mein Highlight in letzter Zeit. Ich glaube, das ist auch ein guter Endpunkt oder eine gute letzte Frage gewesen. Dann kann man den Leuten auch Filme empfehlen. Schaut es alle an, die Filme, die jetzt empfohlen werden. Vielen Dank an alle, die gekommen sind. Vielen Dank an die Juvenale, das gesamte Juvenal-Team, dass wir diesen Talk hier veranstalten konnten. Vielen Dank an FS1, die da ganz brav mitfilmen hier. Und vielen Dank an die Podiumsgäste. Danke an Film Lotzum. Dankeschön. Ja, Dankeschön.